Tausche Öl gegen Bier, Liter für Liter. Das hat die Brauerei Giesinger Bräu in München auf Facebook Ende Juni 2022 angekündigt. Daraufhin kamen innerhalb kürzester Zeit über 1000 Liter Öl zusammen, wie Welt berichtet. Kunden konnten mit einem Liter Öl in die Brauerei kommen und haben dafür einen Liter Bier erhalten. Allerdings hatte die Aktion einen ernsten Hintergrund, da seit dem Krieg in der Ukraine Öl teurer geworden ist. Die Folge? Supermärkte haben die Verkaufsmengen beschränkt. Doch selbst eine kleine Brauerei wie die in München braucht etwa 1000 Liter Öl pro Monat. Deswegen kam Steffen Marx, Chef der Brauerei, die Idee, wie er im Gespräch mit Welt erklärt. Wir können nicht 1000 Liter Öl auf einmal kaufen, aber 1000 Giesinger-Fans können je einen Liter kaufen und diesen dann gegen Giesinger-Bier bei uns eintauschen. Das kam wohl auch bei den Gästen gut an. Wir haben nicht mit so viel Zulauf gerechnet, resümiert Marx, der die Aktion inzwischen beendet hat.